Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir kommen zu einer Premierenfolge, denn die erste TWIF-Ausgabe findet nun mit dieser Folge statt. TWIF steht für Du wünschst, ich fahre und ist das Auto-Wunschformat hier im Let's Play. Und da auch gleich schon mal zu Beginn der Hinweis, falls auch du einen Autowunsch hast, dann klick dich einfach mal in die Videobeschreibung. Da gibt es ein entsprechendes TWIF-Formular, darüber kannst du auch deinen Autowunsch äußern. Ich muss ja auch schon sagen, ich habe ja das Ganze am Sonntag veröffentlicht, eben dass das Formular da ist, dass das jetzt auch eben dieses Auto-Wunsch-Format hier im Let's Play zu Horizon 4 verfügbar ist. Und innerhalb von diesen, ja sage ich jetzt mal, anderthalb Tagen sind über 1700 Autowünsche eingegangen und dieses Baby da hinten dran steht nicht umsonst. Der Audi RS7 wurde sich über 100 Mal gewünscht und deswegen werden wir mit dem heute unterwegs sein, werden wir diesen aufbauen, so wie sich das die meisten Leute gewünscht haben. Aber zuerst würde ich sagen, fahren wir den erstmal so ein bisschen in der Serie aus, checken wir mal aus, was der so kann, wie er sich so fährt, wie er so klingt. Und dann erzähle ich euch währenddessen einfach schon mal, was wir denn sonst noch so vorhaben in dieser Folge heute. Und zwar, viele haben sich gewünscht einen Performance-Aufbau. Also die meisten, über die Hälfte, haben gesagt, okay, pass mal auf, Ray, mach den mal so richtig ordentlich performant. Und auch ein großer Teil hat natürlich gesagt, Maximalaufbau. Ist klar, die wollen halt natürlich wissen, was kann man denn aus diesem Fahrzeug rausholen. Und einige haben gesagt, ja, mach das Breitbau-Kit dran. Einige haben gesagt, nö, lass ihn schon stilecht so, wie er ist. Und die meisten allerdings haben gesagt, hey, mach den aber auf jeden Fall mit dem Serienmotor. Also bleib da auf jeden Fall beim Serienmotor, änder da bitte nichts dran. Und das werden wir auch auf jeden Fall so lassen. Aber was machen wir schlussendlich nun? Wir werden auf jeden Fall diesen Performance-Aufbau machen. Dann werde ich auch ohne Breitbau realisieren. Und dann werden wir am Ende der Folge noch ganz schnell und so richtig dirty, ja, so dirty Tuning, einen Vollaufbau machen mit dem Breitbau und dann einfach nochmal am Ende schauen, was denn das Fahrzeug tatsächlich so maximal leisten kann. Was wir jetzt aber auf jeden Fall an der Stelle schon mal machen werden, ist, glaube ich, einen kleinen Serien-Soundcheck, ja, ohne dass wir die Abgasanlage verändert haben. Und ja, um das nochmal zu bestätigen, wenn man die Abgasanlage einbaut, klingt er etwas anders oder klingen die Fahrzeuge etwas anders. Deswegen machen wir hier jetzt einfach mal so einen kleinen Soundcheck. Ich bin mal kurz raus und dann hören wir uns einfach mal den RS7 in der Serie ein wenig an. Ja, ich würde sagen, kann man sich auf jeden Fall anhören, aber nun wollen wir natürlich zur Tat schreiten. Wir wollen natürlich den ersten Autowunsch realisieren und das geht natürlich nur, wenn wir das Auto entsprechend aufbauen. Ja, Performance-Aufbau, auch das nochmal zur Erklärung, was das bedeutet oder was ich unter Performance-Tuning verstehe und wie das hier auch auf jeden Fall im Auto-Wunsch-Format und generell hier im Let's Play gemeint ist und wie das Ganze interpretiert wird. Mit Performance-Aufbau versuche ich, die Fahrzeuge performant zu machen. Das heißt, nicht einfach Leistung reinklöppeln, das ist nicht für mich Performance, das ist für mich halt dann eher der Maximalaufbau oder halt ein Leistungstuning. Performant heißt für mich, ich nehme das Auto als Basis und versuche es in allen Bereichen, ja, wenn ich jetzt mal ins Tuning reinspringe,
dann seht ihr ja, wenn ich zum Beispiel hier hingehe, seht ihr ja links zum Beispiel diese Balken. Da gibt es ja verschiedene Kategorien. Geschwindigkeit, Handling, Beschleunigung, Start, Bremsen. Natürlich versuche ich jetzt nicht, die Balken in Einklang zu bringen, aber so vom Gefühl her, dass man sagen kann, hey, das Fahrzeug, das hat super Grip, das hat eine super Beschleunigung, bremst gut, hat eine gute Topspeed, dass halt das alles so ein bisschen zusammenpasst. Und jedes Fahrzeug hat mehr oder weniger Stärken und mehr oder weniger Schwächen. Und bei diesen Performance-Aufbauten versuche ich halt das einfach ein bisschen in Einklang zu bringen und halt einfach ein Fahrzeug sehr gut fahrbar zu machen. Aber halt, wie gesagt, wenn es ein Auto nur noch untersteuert, dass ich halt das wegbekomme. Oder wenn es halt extrem viel Grip hat, aber irgendwie die Leistung fehlt, dann geben wir halt mehr Leistung dazu. Und das ist halt ein Performance-Aufbau für mich. Das ist für mich ein performantes Tuning, wenn ich nachher sagen kann, boah, geil, das Auto macht einfach nur Spaß, es ist schnell, es hat Grip, es macht halt, was ich will. Das ist für mich ein Performance-Aufbau und das werden wir jetzt eben versuchen, mit dem Fahrzeug zu machen. Natürlich heißt es nicht, dass Performance-Aufbauten dann nur in einer Sache was ändern und das war's. Natürlich kommt dann auch eine Leistungssteigerung und. Ja, also wenn jetzt quasi die Leistung schon passt, heißt es nicht, dass ich trotzdem nicht noch mehr Leistung dazu geben kann. So, jetzt aber zu den Umbauten. Wir könnten einen 5,2 Liter V10 Motor einbauen. Den kennen wir ja zum Beispiel aus dem Audi R8. Aber wie gesagt, wir bleiben beim Serienmotor. Wir könnten dem Ganzen Heckantrieb geben, machen wir aber auch nicht. Wir bleiben beim Allrad. Wir könnten das Bodykit dran machen. Das Bodykit ist im Übrigen das genau identische Bodykit wie auch schon beim RS6, was wir ja schon hatten. Aber wie gesagt, das Bodykit machen wir dann nachher beim Maximalaufbau. Wir bleiben jetzt erstmal bei der stilechten Optik. Können trotzdem hier nochmal ganz kurz reingucken. Also es gibt auch wieder den Forza-Splitter und den Forza-Heckflügel oder... Was ist denn das? Ah, das ist so ein kleiner, so eine kleine Lippe. Dafür fährt der Flügel dann hinten nicht mehr aus. Ja, ist eigentlich auch eine coole Sache, muss ich sagen. Ich glaube sogar, das mache ich dran. Ist zwar jetzt nicht perfekte, schöne Optik, aber ist ein bisschen klein, versteckt und bietet uns nochmal ein bisschen Anpressdruck hinten. Also ich hoffe, ihr versteht, auf was ich hinaus will. Ein bisschen aerodynamischen Anpressdruck schadet hier eigentlich nicht. Und ist ja ein bisschen versteckt da hinten. Ist ja okay, ich brauche diesen ausfahrbaren Flügel jetzt nicht unbedingt. Ja, Reifen, da würde ich sagen... Können wir schon die Rennreifen... Oh, wir müssen gerade überlegen, wobei... Doch, können wir... Pass mal auf, wir machen erstmal die ganz breiten Reifen. Ich will 295 vorne und hinten ebenfalls 295. Und wir machen... Jetzt nochmal gucken hier. Von der Mischung her... Ja, wir können schon die Semi-Slick-Reifen-Mischung nehmen. Ja, die haben ja ganz wenig Profil. Ich glaube, das geht schon vollkommen klar. Dann Felgen... Da würde ich ganz gerne, ich finde, auf Audis sehen die immer super gut aus. Leider sind die in den Forza-Teilen immer super, super schwer. Und zwar die OZ, ne, nicht die OZ, die Momo-Felgen nehmen. Aber ich muss gerade mal kurz gucken, die sind, glaube ich, hier vorne bei den Sportfelgen. Aber sind trotzdem sehr, sehr schwer. Muss ich nur gerade gucken, wo die sind. Die sehen nämlich, finde ich, auf so einem Audi immer ganz schick aus. Jetzt muss ich sie aber erstmal finden. Jetzt sind sie, glaube ich, doch... Nee, die sind doch nicht hier. Die sind doch tatsächlich hier bei den Spezialfelgen. Ja, einige haben auch ADV1 gesagt. Klar, wird auch gehen. Aber ich finde, auf so einem passen eben die hier ganz gut. Also entweder die hier, finde ich auch, sehen auch ganz schick aus dem aus. Die hier auch. Die würden auch ganz gut passen. Selbst die würden passen, finde ich. Also ich finde diese Momo-Felgen passen vom Stil her echt sehr, sehr gut. Gerade zu so einem RS7, finde ich, passt das schon ganz ordentlich. Jetzt gerade überlegen, die Felgen hier, die sind so ein bisschen mehrspeichig. Die würden schon eher fast besser zum einem R8 oder einem TT oder sowas passen. Die sind eigentlich auch nicht schlecht, finde ich. Ich glaube, ich nehme die hier sogar. Ich glaube, ich nehme die. Wie immer, Felgen sind natürlich Geschmackssache, da werden natürlich jetzt wieder einige sagen, ich hätte eher hier die hier genommen, sieht viel besser aus. Gibt sicherlich der ein oder andere, die besser findet, ich nicht. So, ja, machen wir aber weiter im Geschäft, wir bauen auf jeden Fall mal die Teile ein, die einstellbar sind. Das ist halt für mich mehr oder weniger immer die Basis eines fast jeden Setups. Deswegen machen wir auch auf jeden Fall die Rennfedern und so weiter rein, zumal das Auto dann auch schon tief ist und wir können es auch nochmal tiefer legen, je nachdem. Wir machen eine kleine Versteifung rein und von der Gewichtsreduzierung her müssen wir gucken, wir haben jetzt hier fast 2 Tonnen, das ist schon ordentlich. Ja, das ist krass, also wir könnten schon, wie gesagt, Performance-Aufbau, ich würde fast sagen, wir machen mal 1,8 Tonnen, das ist ja trotzdem noch okay. Ja, ist auch irgendwo ein realistisches Gewicht, sage ich jetzt einfach mal. Und dann machen wir
Von der Leistung, vom Leistungstuning können wir natürlich auch ein bisschen nachlegen. Machen wir auf jeden Fall die Abgasanlage. Und dann bin ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, wir brauchen eher Drehmoment. Das könnten wir mit einem Turbolader lösen. Der bietet ein bisschen gut Bums, macht das Auto aber natürlich wieder ein bisschen schwerer. Ist gerade überlegen. Dann wären wir halt leistungstechnisch schon ordentlich dabei, würde ich sagen. Ich glaube sogar, wir machen nur den Turbolader und die Abgasanlage. Mehr machen wir gar nicht. Machen vielleicht jetzt noch die Schwungscheibe dazu. Und dann machen wir vielleicht auch noch die Kupplung und entsprechend die Antriebswelle. Und mehr würde ich jetzt erstmal gar nicht verändern. Ich glaube, das würde so zum entsprechenden Stil schon ganz gut passen. So ein Performance aufbauen, da gucken wir mal. Und ja, wir werden natürlich auch noch Rennen fahren jetzt dann gleich. Wie gesagt, zum Abschluss der Folge machen wir noch ganz kurz den Maximalaufbau, aber hauptsächlich soll es jetzt eben um den Performance-Aufbau gehen. Von der Optik her muss ich sagen, finde ich das Design eigentlich, was wir drauf haben, schon ganz cool. Aber ich würde ganz gern trotzdem so eine dunkle Optik machen. Und im Let's Play zu Horizon 2, und das ist schon sehr, sehr, sehr lange her, haben wir auch den RS7, haben wir so eine Art Black Edition daraus gemacht. Das möchte ich jetzt nicht ganz so machen, weil da habe ich das Fahrzeug wirklich komplett schwarz gemacht. Ah, das will ich jetzt hier nicht machen, aber schon so ein etwas dunklerer Ton wäre schon cool, ne? Das wäre jetzt schon so die Richtung so ein bisschen. Wir machen aber Spezialfarbe und wir nehmen, also ein Matt wäre natürlich auch nicht schlecht, so ein halbglänzend. Halbglänzend, dann wollen wir, pass mal auf, wir machen das anders. Wir machen halbglänzend zweifarbig, die Grundfarbe machen wir auf jeden Fall einen Grauton, ja? Und dann machen wir den, ja, relativ dunkel, würde ich sagen. So. Und die Sekundärfarbe, da machen wir einen leichten Blauton, ganz minimal. Wenn man nämlich so einem Fahrzeug einen leichten Blautouch gibt, dann hat das nämlich, schimmert das nämlich, ganz, hat das eine ganz coole Optik. Und da können wir ein bisschen, glaube ich, heller gehen. Nicht zu viel, ein bisschen. Und hat das schon, ja, das Licht hier im Festival täuscht natürlich ein bisschen. Das werden wir gleich jetzt nochmal sehen, wenn wir rausgehen. Und die Felgenfarbe und so weiter, das würde ich alles lassen. Wir können jetzt vielleicht die Scheiben nochmal ein bisschen tönen. So. Dann würde ich sagen, ja, speichern wir das mal beim aktuellen Auto und dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Im Prinzip müssen wir die Designgeschichten sogar eher bei unseren Häusern machen, weil da ist man draußen, da sieht man, wie es in der, ja, im Sonnenlicht, sage ich jetzt einfach mal, ausschaut. Deswegen, ich weiß es nicht so genau, wie die Farbe jetzt hier rauskommt. Ich hoffe aber mal gut, ja. Aber er schaut auf jeden Fall schon mal grimmig aus, schon mal böse. Ja gut, es ist eh Nacht, jetzt kommt es gar nicht so richtig zur Geltung. Aber ja, wir fahren jetzt einfach mal. Wir werden dann gleich nochmal ein bisschen Feintuning machen. Macht aber schon mal guten Eindruck auf jeden Fall. Okay. Dann gehen wir ganz kurz mal ins Feintuning rein. Mach ein bisschen den Reifendruck weniger. Das ist einfach, wenn die Rennreifenmischung ein bisschen weicher macht, dann haben sie mehr Auflagefläche. Wenn sie mehr Auflagefläche haben, dann haben sie natürlich mehr Halt, sie werden schneller warm, wenn die Rennreifen warm werden, haben sie mehr Grip und so weiter und so fort. Also ist ein positiver Teufelskreis, wenn man so möchte. So, das Getriebe ist eigentlich schon relativ lang, 333, ja, es wird nicht viel länger oder nicht viel schneller, glaube ich, habe ich so das Gefühl, oder? Ja, ich meine, das täuscht manchmal da hinten auch so ein bisschen weg. Ich mache das mal ein bisschen so im Einklang, der ist mir auch ein bisschen zu kurz hier, also gefällt mir nicht. Der zweite darf ein bisschen länger sein. Und dann machen wir die da hinten vielleicht ein bisschen mehr. Mal gucken, was dabei rausspringt. Ja, 335, okay. Dann gucken wir mal hier. Machen wir das Ganze so. Wir machen ein bisschen mehr Nachlauf. Hinten brauchen wir bei weitem nicht so viel Sturz. Vorne auch nicht so viel. Stabi machen wir vorne ein bisschen weicher. Tatsächlich. Das passt soweit. Die Höhe können wir noch mal ein bisschen anpassen. Hinten einen Ticken höher, würde ich sagen, beim Fahrzeug. Bisschen anschrägen, ein bisschen ansteilen. Reduzieren wir auch ein bisschen. Das erhöhen wir ein bisschen. Beziehungsweise machen wir es mal so. Das passt. Ja, Anpressdruck hinten. Problem ist, wenn wir zu viel Anpressdruck hinten machen,
dann erzielen wir einen untersteuernden schnellen Abschnitt, weil hinten presst es dann an, aber vorne fehlt dann der Anpressdruck. Deswegen reduziere ich das eher. Ich glaube einfach nur, dass das Ding überhaupt da ist, macht schon extrem viel aus. Deswegen mache ich den jetzt auch trotzdem auf ganz viel Geschwindigkeit. Bremse machen wir mal leicht nach vorne. Und ja, Diff vorne brauchen wir bei dem Fahrzeug kaum, würde ich sagen. Verteilung, klar, Quattro hat halt 40-60, aber ich mache mal jetzt machen wir mal 20-80. Ja. Die von 0 auf 100, die Hochrechnung wird zwar ein bisschen schlechter, aber ganz ehrlich, oder machen wir halt 77, auch eine schöne Zahl. Aber das ist mir auch ein bisschen egal. So, beim Beschleunigen machen wir mal 70, beim Verzögern machen wir ein 65. Andersrum halt, so. Und vielleicht auch eher ein 60, so. Machen wir das einfach mal. Ja, zum Tuning selbst werde ich nochmal ein explizites, kleines, kurzes, knackiges Erklärvideo mal machen. Einfach, wo ich so grob alles erkläre. Gar nicht zu ausführlich oder zu sehr ins Detail, sondern einfach mal kurz knackig, wo man weiß, okay, was ist die Sache. So, jetzt gucken wir mal, wie sich das jetzt anfühlt. Je nachdem müssen wir die Federn nochmal ein bisschen härter machen. Ja, fühlt sich aber... Einlenkverhalten ist schon mal super knackig. Okay, was hat der jetzt gerade gefahren? Ich hab's gerade nicht gesehen, war das ein Essen oder sowas? Klang auf jeden Fall sehr brutal. Wir haben... Ich glaube, wir müssen tatsächlich... Ja, wir müssen nochmal kurz ran. Und zwar, man merkt, dass das Fahrzeug hinten ein bisschen arg viel rumhüpft. Das heißt, die Dämpfer, ich weiß, ich habe das gerade vorher ein bisschen schon wieder reduziert. Aber die Dämpfer müssen tatsächlich doch hinten härter nochmal sein. Oder insgesamt nochmal ein bisschen härter sein. Weil der hüpft mir zu sehr durch die Gegend. Klar, wir können jetzt auch härtere Federn machen, aber ich glaube, Federn sind schon okay. Vom Gefühl her. Okay, das Einlenkverhalten ist krass. Das Einlenkverhalten ist krass. Da vorne haben wir jetzt eine Blitzerzone. Fahren wir die mal gerade schnell durch. Gucken wir mal, wie schnell wir hier durchkommen. Die läuft gerade gar nicht, gell? Ah doch. Ich dachte schon, sie läuft gar nicht. Ja, immerhin mit 215 Sachen durchgekommen. Vielleicht 2 Sterne wert. Ja, passt. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir genug Zeit mit dem Tuning verbracht. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal entsprechend... Wollen wir natürlich auch entsprechend ein bisschen Rennen fahren. Das soll ja auch nicht zu kurz kommen. Du bist auf einem guten Weg, der nächste Horizon Blitzer Champ zu werden. Mehr Blitzerzonen sind unterwegs. Und deswegen würde ich sagen, wir können ja nochmal so eine saisonale Geschichte machen. Filter ändern, so eine kleine Meisterschaft sollte doch vielleicht drin sein. Saisonveranstaltungen. Da haben wir nämlich da oben noch eine Veranstaltung. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt zu der Klasse passt, muss ich ehrlich sagen. Die da unten haben wir ja schon mal gemacht. Straßenrennserie, ja, müsste eigentlich passen sogar. Und dann porten wir uns aber mal schnell hier hoch. Es geht ein bisschen schneller. Ja, viele haben von euch haben auch schon gefragt, was die Burg kostet. 15 Millionen kostet der Spaß. Ja? Nur, dass ihr es schon mal wisst. So, wir machen kurz eine Schnellreise, zahlen kurz das Geld. Und dann machen wir diese Meisterschaft noch. Und ja, da ist die erste TWIF-Ausgabe, ist die erste Autowunschfolge. Machen wir die Folge auch ein bisschen länger. So, sagen wir auch Hallo. Ich brauche Heilung, alles klar. Ja, ein bisschen irgendwie falsch. Aber die Lackierung kommt, glaube ich, erstmal ganz gut rüber, oder? Sorry. Sieht eigentlich mal ganz schick aus. Schön böse Optik. Würde ich so nehmen. Vielleicht auch nicht mit dem gelben Nummernschild, aber sowas fährt man halt nun mal in Großbritannien. So, Stadtzentrum, alles klar. So, was müssen wir denn machen? Experte, erster Platz erreichen. Ah ne, das ist diese Skyfall-Herausforderung. Okay, dann machen wir die nicht, dann machen wir einfach so einzelne Geschichten. Was haben wir denn hier? Haben wir doch nochmal so ein Rennen, was wir noch nicht gemacht haben. Dann wählen wir einfach selber die Anzahl an Rennen. Ist ja auch nicht schlecht. So,
So, Ampel mal wegräumen hier. Und dann gucken wir doch mal. Solo-Veranstaltung, Super Saloons, Herbst. Ja, das passt ja schon mal. Und wählen das Ganze mal aus. Und ja, der sieht schon echt richtig, richtig schick aus, oder? Die Farbe, so ein richtig dunkles Anthrazitgrau. Gefällt mir richtig gut. Der 7 sowieso hat eh so einen richtig bösen Blick. Und dann passt es doch super zusammen. Ich meine, einer hat sich, glaube ich, gewünscht, ein Giftgrün R7. Würde bestimmt auch ein Statement setzen, aber ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut zum Fahrzeug. Vorsicht. Ja, und wir sind ganz schön oft schon in dieser Super Saloon-Klasse unterwegs, aber man muss auch sagen, da gibt es halt auch wirklich super geile Fahrzeuge. Guck doch einfach mal. Julia haben wir hier. Dann hier Panamera. Dann sind wir im Kia Stinger ja schon gefahren. R6 sind wir hier schon gefahren. Und dabei hört es ja noch gar nicht auf, ne? M4 ist auch noch in der Klasse mit dabei, der M3, der M5, ja. Also da sind ganz viele coole Fahrzeuge mit dabei in der Klasse. Das müssen wir mal gucken. Oh, ich habe den Schwierigkeitsgrad gar nicht angeguckt, was ich jetzt gewählt habe. Ich habe nämlich, glaube ich, auf unschlagbar das Ganze noch eingestellt. Da wird es natürlich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu gewinnen, aber was soll's. Ein bisschen Herausforderung darf ja auch sein. Da habe ich zu spät gebremst, glaube ich, aber Fahrzeug fährt sich richtig gut. Also Performanceaufbau ist auf jeden Fall geglückt, würde ich sagen. Könnte sogar vielleicht sogar noch ein... Da habe ich ein bisschen mich verbremst. Ja, vor Fahrfehler nützt auch das beste Tuning nichts, aber könnte vielleicht sich sogar überlegen, Ticken mehr Leistung nochmal einzugehen. Vielleicht nochmal Luftfilter oder sowas einzubauen. Wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit. So, ich probiere mal auf der Bremse. Oh, der Driver Tar von Johnson macht jetzt aber auch richtige Scheiße hier. So kann man eine Linie natürlich auch verteidigen. Versuchen wir es halt jetzt hier auf der Bremse. Drücken ein bisschen hier auf die Wand. Haben natürlich jetzt den Anschluss komplett zur Top 3 verloren. Geht jetzt in die letzte Runde rein. So. Die machen ja gerade ein bisschen langsam, das ist gut. Der Driver Tar vom Lukas, vom Let's Play Noob da vorne, auch ein bisschen auf und davon. Schwierig. Fährt übrigens auch ein R7, wenn ich es richtig sehe. Ja, hätte ich mich da am Driver Tar vom Johnson, liebe Grüße an den echten Johnson auch an dieser Stelle, hätte ich mich da nicht so aufgehalten, hätte ich da vielleicht sogar gewinnen können. Aber, ja, aber nicht mit solchen Fahrfehlern. Die muss man halt natürlich auch abstellen. Aber immerhin zweiter Platz, finde ich auch okay. Und sieht der nicht geil aus? Ich finde ihn nice, muss ich schon sagen. 2 R7 ganz vorne. Kann ja schon mal so schlecht nicht sein. Sehr, sehr gut. Ja, gibt auch ein bisschen Geld aufs Haus. Und natürlich den Einfluss weiter steigern. Wir haben auch mehr Follower. Wie viele haben wir denn eigentlich schon insgesamt? Das weiß ich gar nicht mehr. Gibt es da nicht irgendwo so eine Summe oder so? Ja, bestimmt. So, ich muss mal ganz kurz, ich vergesse das irgendwie immer einzustellen. Ich weiß auch nicht warum. Muss euch nicht weiter kümmern, was ich gerade gemacht habe. Ich habe es schon 10-mal erklärt, aber ist ja auch egal. So, dann würde ich sagen, dann machen wir nochmal ein Rennen. Aber ich will jetzt eigentlich nicht nochmal in der Stadt fahren. Gibt es noch irgendwo was weiter außerhalb? Ist das da oben auch neu? Das ist auch neu. Dann machen wir das doch mal. Komm. Auch da mal noch in diesen Sprintrennen. Lust auf ein Abenteuer? Vielleicht springt ein verlassener Klassiker dabei heraus. Aber eigentlich ist mir jede Ausrede recht. Ey, wir haben so viele Scheunfunde, die wir noch machen müssten. Wahnsinn. Ja, gestern im Übrigen gab es einen Livestream, den ersten Livestream sogar, zu Horizon 4. Zumindest bei der erste Livestream zur Vollversion. Zur Demo habe ich auch schon mal einen Livestream gemacht. Multiplayer-Livestream mit Googie, mit dem Michel, mit dem Lukas. Der Rampy hier vom Kanal war auch dabei.
Und vielleicht war der ein oder andere von euch ja auch mit dabei als Zuschauer da. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, und heute, das kann ich auch schon mal ankündigen, wird es nochmal einen Livestream geben. Diesmal allerdings nicht Multiplayer, sondern diesmal Singleplayer. Und da wäre auf jeden Fall auch cool, wenn der ein oder andere einschaltet. Also schon mal vormerken, heute circa 18 Uhr wird es auch nochmal ein Livestream geben. Und da können wir ja unter anderem auch ein paar Scheunenfunde vielleicht noch machen. Oder halt eben, was ich mir gedacht habe, ein bisschen Forza-Ton auch ein bisschen machen. So, und ich will jetzt mal kurz diese Schnellreisetafel machen, ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, was macht denn jetzt der Raider? Der wird total behindert durch die Gegend. Nein, ich will eigentlich nur dieses Schild mir gerade snacken. Elegant, wie eh und je mache ich das. Ja. Da hänge ich nun. Kann ich mich irgendwie hier zurücksetzen? Ja, Autoposition zurücksetzen, dann machen wir das mal. So, jetzt aber zum Rennen. Upsala. Habe ich mich jetzt wirklich hier festgefahren? Komm, Quattro, Power, komm, komm, ja. Ah, oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hui. Dann schauen wir doch mal, was dieses Rennen so für uns bereithält. Ja, ist echt schön, wieder ein RS7, aber natürlich auch den RS6 wieder im Spiel zu haben, nachdem wir in Horizon 3 ja auf diese Modelle verzichten mussten. Die haben da auf jeden Fall gefehlt. Auch vor allem, insbesondere in vielen, vielen Markenduellen, die wir im Multiplayer gemacht haben, konnte Audi halt einfach irgendwie nie so richtig mitmachen, weil einfach solche Modelle gefehlt haben. Und das ist schön, dass die jetzt mit dabei sind. So, Super Saloon. So, ist wieder mit dabei. Steht zur Auswahl. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich finde diesen Grau, Schwarz, Anthrazit, was auch immer Ton, ja, passt zum Fahrzeug. Finde ich. Aber könnt ihr gerne auch mal euer Feedback geben oder euren Geschmack, besser gesagt, preisgeben. Geschmäcker bekanntlich ja verschieden. Da gibt es ja kein richtig oder falsch. Da hat jeder seinen eigenen. Aber ja, vielleicht teilen ja viele meine Meinung und meinen Geschmack hinsichtlich der Optik. So, von der Power kommen wir auf jeden Fall hier gut mit. Da vorne müssen wir auf jeden Fall hart anbremsen. Haben jetzt leider die Außenlinie. Kommen aber ganz gut durch. Ein bisschen mit der Giulia sind wir am Ring. Aber passt schon mal ganz gut hier. Wieder so eine 90-Grad-Kurve, diesmal auf der Innenseite. Ja, sehr schön, wie sich das Fahrzeug verhält. Also kaum untersteuern. Da helfen natürlich diese Semi-Slick-Reifen, aber auch eben die Fahrzeugeinstellung, die ich ein bisschen vorgenommen habe, passen da schon. Ja, das Tuning werde ich, wie auch in allen zukünftigen Twiff-Folgen, also in allen Autowunsch-Folgen, freigeben unter dem Namen Twiff oder mit einem irgendwie Beiwort wie Twiff Performance oder Twiff Maximal oder sowas. Und dann könnt ihr die Tunings auch einfach selber abchecken, die Tunings, die ich hier in den Folgen zusammenbastel. Könnt ihr dann einfach selber abchecken, in dem Fall dann ja direkt zu Release, wenn ihr möchtet, dann entweder als Ultimate-Besitzer am Freitag oder dann als Standard-Besitzer am 2. Oktober könnt ihr euch gleich ein R7 gönnen und das Tuning aus der heutigen Folge auschecken, wenn ihr natürlich möchtet. Zwingen tue ich dazu natürlich niemanden, aber wie gesagt, ich gebe das immer alles frei, wenn ihr wollt, oder was heißt, wenn ihr wollt, ich gebe auch natürlich die Farbe frei, würde ich sagen, oder das Design. Ja, und ich habe den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, wieder nicht geändert, ne? Wir sind, glaube ich, immer noch auf unschlagbar unterwegs. Also, da sieht man mal, wie gut das Fahrzeug sogar hier performt. Also, ich würde sagen, Performance-Aufbau geglückt. Und das Fahrzeug fährt sich auch wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ich würde sagen, ein bisschen Ticken mehr Leistung könnte man noch machen, aber nicht viel. Weil man merkt ja, er hat ja eigentlich gut Bums hier nach vorne. Ein bisschen Bergabpassagen. Die sind nochmal für Fahrzeug-Setup nochmal eine andere Geschichte. Aber macht das Fahrzeug eigentlich auch ganz geil. Und geile Strecke auch hier, oder? Erst jetzt hier so einen Berg hochfahren, jetzt geht's wieder runter. Vielleicht auch mal die Cockpitsicht ein bisschen auschecken.
Und da haben wir den Sieg. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Das hat auch schon mal wunderbar funktioniert. Da haben wir die Konkurrenz mal stehen lassen. Da freut er sich zu Recht. So. Sehr gut. Aber das muss ich dann doch ziemlich nochmal gleich kontrollieren. Habe ich jetzt wirklich auf unschlagbar? Bin ich jetzt wirklich auf unschlagbar gefahren? Weil dann... Ja, taugt das Fahrzeug auf jeden Fall. Oder das Setup, besser gesagt. So. Gerade mal, das können wir hier einfach nochmal schnell kontrollieren. Schwierigkeitsgrad. Tatsächlich, unschlagbar. Ja, also dann haben wir ja alles richtig gemacht. Ja, Tuning. Ich zeige euch einfach direkt mal, was ich meine. Ich gebe das euch einfach mal hier frei. Speichern. Zack. Das Ganze nennen wir jetzt einfach mal TWIF. Und dann Performance. So, Performance, jawohl. Und dann speichere ich das Ganze mal ab direkt und gebe es hier auch direkt frei. Ich mache da einfach mal Rundstrecke, würde ich sagen, passt ganz gut. Guter Allrounder oder Allrounder allgemein, würde ich sagen. Und dann teilen. Ja, und das ist jetzt hier damit offiziell, das geht jetzt in die Kanalgeschichte ein, der erste realisierte Autowunsch im Zuge des TWIF-Formates in diesem Let's Play. Applaus, Applaus. So, jetzt kommen wir aber zum zweiten Teil dieser Folge. Wie gesagt, wir machen ein bisschen länger heute. 40-Minuten-Folge ist, denke ich. Ich denke, ihr habt da nichts dagegen. Jetzt kommen wir mal zum Maximalaufbau. Und dazu würde ich sagen, springen wir natürlich wieder zurück zum Festival. Da können wir auch vielleicht das Design einfach schon mal direkt freigeben. Okay. Ich will eigentlich gar kein Ding machen, aber okay. Ja, den Forza-Ton-Shop, wenn das schon gerade so eingeblendet wurde, das wollten auch einige nochmal sehen. So sieht er aus. Also man hat jetzt hier einfach ein paar Sachen zur Auswahl. Man sieht, wie viele Punkte ich habe. Man kann eben jetzt hier zum Beispiel so ein Auto kaufen. Man kann Super Wheelspin kaufen, Outfits. Also es wechselt dann immer, was es so alles so gibt. Man sieht auch, was ich schon besitze, wie jetzt eben die Hupe. Die muss ich nicht nochmal kaufen. Und ja, das ist cool. Und da kann man halt auch sparen. Ich muss jetzt auch nichts davon kaufen. Kann diese 200 Forza-Ton-Punkte einfach aufsparen bis eben zur nächsten Jahreszeit. Das ändert sich ja immer mit jeder Jahreszeit, also jede Woche. Und von dem her sollte das ja dann alles passen. Zur Jahreszeit möchte ich auch nochmal ganz kurz was sagen. Und zwar, die wird sich, wie gesagt, jede Woche ändern. Nur jetzt hier zur ersten Woche hin werden wir alle oder werdet ihr alle im Sommer beginnen. Ja, ich weiß, ich bin gerade beim Herbst und es wechselt nicht zu Winter, sondern es wechselt tatsächlich zum Sommer zurück. Ja, nur nicht darüber nicht verwirren lassen. So, jetzt aber wirklich zum Aufbau. Ich bin immer noch verwirrt mit dem neuen Menü. Nee, Fuhrpark war schon richtig. Upgrades, genau. Nee, Design wollte ich erstmal noch speichern, dass ihr das auch nochmal gesehen habt. Okay, Design. Da muss ich jetzt meine Designs machen, genau. Dann benennen wir das auch mal um. Wie benennen wir das denn? Boah. Nennen wir es mal PXH Dark Gray. Kann man das so nennen? Ja, Dark Gray. So. Und dann auch freigeben. Suchwort. Realität, Original, ach, was weiß ich. Gehen wir einfach auch mal frei. Runde so. Beendet. Gleich gibt's Runde 3. Ja, okay. Ich fahre trotzdem immer noch nicht mit. So, neue Designs finden. Nein, wir wollen jetzt tunen. So, jetzt mal nicht ablenken lassen. Bei der Sache bleiben, Ray. Und jetzt machen wir den ganz schnellen, einfach Maximalaufbau. Wie gesagt, ohne Motorswap. Wenn ihr das mit Motorswap sehen wollt, könnt ihr einfach erneut den R7 im Wunschformular, wie gesagt, in der Videobeschreibung zu finden. Nicht in die Kommentare schreiben. In der Videobeschreibung findet ihr das Formular. Könnt ihr einfach nochmal den R7, zum Beispiel Maximalaufbau mit Motorswap euch wünschen, zum Beispiel. Ja. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist natürlich das Bodykit dran. Und das sieht man schon mal gleich mal. Das ist schon krass breit, oder? Boah, da kommt... Ja, ist nicht nur ein bisschen breiter, das ist richtig breit. Jetzt beim Flügel, weiß nicht, gibt es da auch nochmal einen anderen Flügel? Nö, gell? Aber machen wir... Wir könnten eigentlich schon fast den Forza-Flügel machen, ne? Aber das würde ein bisschen ausbremsen. Ne, ich glaube, ich bleibe mal bei dem einstellbaren Flügel. Das passt schon so. Dann, Reifen müssten jetzt ein bisschen breiter noch gehen. Jawohl, 325. Vorne, hupsala, Felgen können wir ja lassen. Und hinten dann auch 325er. Dann beim Rest, denke ich, hat sich nichts verändert. Sollte sich nichts verändert haben. Das ist jetzt eigentlich nur die Verbreiterung. Das passt. So, hier machen wir jetzt aber die absolute Gewichtsreduzierung. 1,5 Tonnen. Das müssen wir hier auch nochmal gerade kurz gucken. Das müssen wir jetzt auch nochmal neu einbauen. Das passt alles schon mal. Ich kontrolliere es lieber nochmal, nicht dass nachher heißt. Also vergessen. Upsala. Und jetzt Motor natürlich.
volle Hütte, volle Leistung. Gucken wir mal, was wir aus dem Serienmotor so rauskitzeln können. So, Turbo haben wir ja schon verbaut. Dann machen wir auch noch hier die Kühlungen. Und das sollte auch schon drin sein. Da kommen wir auf eine Leistung von 640 kW und 1034 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze, wie gesagt, auf 1,5 runden was auf 1,6 Tonnen. Ich rechne euch das natürlich nochmal sehr genau um, wie viel PS das genau sind, weil ich glaube, mit KW können die wenigsten was anfangen. Und das sind genau 870 PS. Ja, mit dem V10-Motor, denke ich, wird nochmal ein bisschen mehr gehen. Aber eben, das ist aus dem Standardmotor rauszukitzeln. Und natürlich werden wir jetzt auf die Autobahn fahren. Und natürlich werde ich euch nochmal den vollen Spiel-Sound geben. So. Und dann gehen wir raus. Und allein diese 325er Reifen. Ja, ich bin gar nicht mitgefahren. Warum kommt denn das jetzt? Du hast keine Punkte erzielt. Ja, ist okay. Ich bin ja auch nicht mitgefahren. La 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 la. Ja, gut, hat das jetzt. Danke. Ey, das sieht schon böse aus, oder? Ein R7 auf Steroiden, würde ich sagen. Alter Latz. Okay, also, wir fahren mal. Wir fahren mal Richtung Autobahn. Ihr kennt das ganze Spiel. Oh, fahren wir doch nochmal schleunigst hin. Ja, Tuning lasse ich jetzt erstmal so. Vielleicht funktioniert es ja auch. So wie wir es zuvor eingestellt haben. Jetzt mit den breiteren Reifen, leichteres Fahrzeug, aber auch mehr Leistung. Aber durch das Bodykit dürften wir auch nochmal ein bisschen mehr Anpressdruck haben. Breitere Spur und so weiter und so fort. Aber guck mal, diesen Heckflügel oder diese Lippe oder was auch immer. Diesen Mini-Entenbürzel, das sage ich jetzt einfach mal. Na, ist ja gar kein richtiges Entenbürzel, weil es ja hinten angebracht ist. Ist ja echt minimalst klein. Also das erkennt man aus der Kamerasicht sogar eigentlich gar nicht, würde ich jetzt behaupten. Aber auch der fährt sich wieder richtig, richtig gut. Dank dem Breitbau. Oh, was ich jetzt vergessen habe, zu gucken, ob es irgendwie... das machen wir jetzt gleich am Ende nochmal, ob es wie beim R6 sowas wie Polizeileuchten oder sowas gibt. Also beim normalen Aufbau gab es ja nicht. Aber vielleicht, wenn man ein Bodykit dran macht. Aber nee, war nichts dabei, gell? War kein Ding zum Auswählen. Nee, gab's nicht. Gab's nicht, muss ich nicht nochmal gucken. Ich bin in Gedanken zurückgereist in der Zeit. Sowas kann ich manchmal. Und da gab's gar nicht diese Seitenschweller-Sache, wo man eigentlich diese Lichter auswählen kann. Wäre eigentlich auch cool gewesen. R7 als Polizeikar. Ich hoffe mal, dass die E-Klasse oder sowas auch sowas zur Auswahl hat. Das wäre auch ganz cool. Oder halt auch ein paar britische Fahrzeuge. Jaguar, Aston's. Dass es auch ein paar geben würde. Wäre ja auch ganz nice. Der Innenraum ist halt echt... Das finde ich halt echt auch richtig gut von der Soundkulisse im Spiel. Dass halt eben... Wenn man in den Innenraum geht, gerade bei den moderneren Fahrzeugen, dass das dann richtig schön gedämmt ist. Finde ich sehr authentisch auf jeden Fall. So, dann machen wir nochmal den Soundcheck jetzt hier. Und wünsche ich viel Spaß. Ja, mit dem Spurwechsel, der total gewollt war, selbstverständlich. Ja, beenden wir mal kurz den Check. Ja, kann man sich auf jeden Fall anhören. Und 370 Sachen sind wir jetzt auch geballert, also geht schon voran.
das gute Teil. Ja, und ich würde sagen, damit mit dieser kurzen Ausfahrt, wie gesagt, ich wollte den Maximalaufbau jetzt auch nicht allzu lange zeigen. Ich wollte den ja auch mal nur kurz zeigen am Ende. Dass wir den aber auf jeden Fall auch gezeigt haben, dass die ganzen Leute, die sich auch den Maximalaufbau gewünscht haben, da nicht ganz außen vor gelassen wurden. Dass wir den auch mal kurz hatten. Ja, würde ich aber sagen, kommen wir zum Ende. Auch dieses Tuning werde ich natürlich freigeben, selbstverständlich. Könnt ihr auch mal abchecken. Und jetzt bin ich aber raus mit dieser Folge. Das soll es gewesen sein mit der ersten TWIF-Ausgabe, mit der ersten Auto-Wunsch-Ausgabe hier im Let's Play zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Ich erwähne es nochmals, falls es der eine oder andere tatsächlich immer noch nicht mitbekommen haben sollte. Falls du auch einen Autowunsch hast, dann klick dich einfach in die Videobeschreibung. Da gibt es ein TWIF-Formular. Darüber kannst du dann ein Auto wünschen. Für all diejenigen, die schon mal einen Autowunsch dagelassen haben, ich habe das Format jetzt zurückgesetzt. Das heißt, auch du kannst wieder erneut einen Wunsch äußern. Du kannst zum Beispiel erneut das wünschen, was du schon mal gewünscht hast, weil vielleicht ja dein Wunsch jetzt eben nicht dran kam in dieser Folge, um einfach diesem Auto, diesem Wunsch nochmal eine Stimme extra zu geben. Du kannst aber auch zum Beispiel was anderes wünschen, um ja vielleicht einfach mehrere deiner Wünsche ins Rennen zu bringen. Denn immer der Autowunsch oder das Fahrzeug, was am meisten gewünscht wurde, hat die höchste Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Autowunschfolge, in der nächsten Twiff-Aufgabe dran zu kommen. So, jetzt beende ich aber wirklich die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.